Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Assassin's Creed 2. Wie ihr seht, wir sind nicht mehr in Florenz. Ich bin in der Zwischenzeit eben nach Monteregioni gereist, um das Geld einzusammeln. Und jetzt sind wir in San Gimignano, oder wie das heißt. Da war nämlich der letzte Kunsthändler. Und hier sind auch noch zwei Glyphen, die wir ja noch nicht gefunden haben. Ich hatte ja erwähnt, dass ich mal nach einer Karte geguckt habe. Und da soll jetzt hier, da ist die, eine von den Glyphen. Wie gesagt, die wollte ich jetzt eben abfrühstücken. Das ist ja nicht so schwierig. Der Bunker. Datei. Freigegeben. Zweites WK-Archiv. Ich gehe mal davon aus, dass es Weltkrieg sein soll. Auf Datei zugreifen. Zugriff verweigert. Ach, wieder sowas. So, haben wir denn da irgendwo... einen Hint? Also ich sehe schon mal irgendwie ein Symbol. Aber ich sehe momentan noch keine Zahl. Moment. Kann es sein, dass... ich muss mal eben die Maus benutzen. Dass das hier irgendwie eine Zahl sein soll? Ich hätte jetzt gesagt, das ist eine 3. Sonst sehe ich hier nämlich keine Zahl. Ich versuche es einfach mal. So, mit meinem Codrad ausrichten. Das war 3, sollte dieses Ding hier sein. Da müsste ja die 7... Oh Gott, was ist denn das für ein Symbol? Was ist dieses? Dann müsste die 9... Nee, das ist das Falsche. Irgend sowas. Sowas? Kann das sein? Und die 1 müssten dann die Dreiecke sein. Ah ne, da. Hm, falscher Passcode. Ist eine gute Frage. Ich sehe, wie gesagt, ich sehe hier keine Zahl direkt. Gerade ein bisschen überfragt. Aber das sieht für mich aus wie eine 3. Oder ist das eine 8? Hm. Einfach mal versuchen. Irgendwo war hier doch ein Kreis. Dann wäre die 9 das N. Das Ding. Und die 1 müsste dann... Moment. Fit, fit. Hä? Das verstehe ich jetzt gerade irgendwie nicht. Das verstehe ich jetzt irgendwie gerade nicht. Hm. Das sind Sachen, die muss ich nicht verstehen. Hm. Hm. Ist das überhaupt das richtige Symbol, was ich da... Ja, es müsste dieses sein. Hm. Vielleicht ist das auch so, weil da 7 Leute auf dem Bild sind. Könnte ja sein, dass es so ist, weil da ein Panzer drauf ist. Hm.
ganz merkwürdig. Ganz merkwürdig, würde ich mal behaupten. Keine Ahnung. Wie komme ich da jetzt wieder raus? So. Na, ich will die Glyphen jetzt erstmal finden. Wie gesagt, für das Ding, keine Ahnung, was das für ein... was das werden soll. Jetzt will ich mir noch eben die zweite Glyphe holen. Aua. So, die zweite Glyphe sollte hier irgendwo sein. Ey. Und im nächsten Akt schluckst du Schwerter, ja? Nein. Sehr beeindruckend. Ich schluck garantiert keine Schwerter. Vergiss mal ganz schnell wieder. Das vergiss mal ganz schnell wieder, Mignon. So. Mal gucken, die soll hier irgendwo sein. Komme ich da irgendwie hoch? Na, kletter mal weiter. So. Na, wo ist das Ding? So, mal eben weiterschauen. Wie gesagt, die sollte hier irgendwo zu finden sein. Hier nochmal hoch. Da habe ich jetzt auf der Karte das Falsche markiert. Im Schauen. Ne, die sollte da sein. Mal ein Stück weiter in die Richtung. Einmal kurz fallen lassen. Danke. Vielleicht ist sie auf der Seite hier. Sehe ich aber auch nichts. Was soll da? So, hier nochmal hoch. Da ist sie nicht. Da ist sie auch nicht. Uah. Ist sie hier? Nö. Was, wo? Was, wo oder wer? Die muss hier doch irgendwo sein, verdammt nochmal. Na, kletter da doch mal bitte hoch. Dankeschön. Wo ist sie? Irgendwo hier sollte sie eigentlich sein. Kann aber gerade nichts finden in der Richtung. Ja. Was ist das da unten denn? Ja, das ist einfach nur ein Typ, der da rumsteht. Nein, deinen Auftrag will ich gerade nicht. Hier nochmal schauen. Was zum Teufel soll das denn? Ich habe gerade keine Ahnung, wo die ist. Das ist ein Fenster. Was ist das da hinten? Das ist wahrscheinlich wieder nur eine Feder. Was da oben so blitzt. Ich guck's mir aber trotzdem mal eben an. Einmal die hoch. Na. Ja, das da oben ist eine Feder. Federn will ich ja jetzt gerade nicht. Ich will ja eigentlich nur diese beknackte Glyphe. Wo ist das Vieh? Na, muss ich nochmal nachschauen. Ich bin ja schon weg, keine Panik. Dass die sich mal gleich aufregen, wenn man hier mal so ein bisschen auf dem Dach rumlungert.
Aber hier drin ist sie doch auch nicht, oder? Hm. Merkwürdig. Ich würde sagen, nächste Station Schnellreise, wenn ich jetzt wüsste, wo die ist. Da. Da muss ich nochmal genau gucken. Wie gesagt, die soll hier irgendwo sein, keine Ahnung. Wo genau. Aber ist ja jetzt auch egal, ich will jetzt erstmal mit den... geht das nicht weiter. Ich will jetzt erstmal mit den, mit der 13. Sequenz weitermachen. Wo kommt man denn aus dieser blöden Stadt raus? Gibt's doch gar nicht. Irgendwo hier. Ah, okay. So, einmal dahin. Drücken, um einkaufen. Wir waren zuletzt in Florenz. Ich würde mal sagen, ja, da oben klingt nach einem guten Plan. Nordtor. Wie gesagt, Entschuldigung, für die ersten paar Minuten von diesem ganzen Kladderadatsch hier. Aber naja. So, dann will ich jetzt zumindest noch ein oder zwei von den Heinis umbringen. Zwei müssen wir noch. Ich meine, zwei wäre natürlich ideal, wenn das in diesem Teil noch klappt. So, irgendwo hier vorne sollte der sein. Oder? Habe ich jetzt das Falsche anvisiert? Ne, da ist er doch. Boah. 129 Meter. Falsche Richtung, was? Lalala. Orientierungssinn, ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man eine Stadt nicht kennt. Nein, doch nicht ans Fenster hängen, Ezio. So, hier mal dran vorbei. Hier durch die kleine Gasse durch. Dann sollten wir eigentlich auch gleich da sein, ne? Ja, da vorne ist es ja schon. Hallo, Freunde. Es ist recht einfach, meine Freunde. Wenn ihr Pflege wollt, müsst ihr euch dem neuen Herrscher unterwerfen. Was? Oh nee, nicht schon wieder ungesehen. Das wird doch nix. Okay, also laut Bild müssen wir uns irgendwo hinsetzen, oder? Hallo. Ich bin noch gar nicht da. So, sind hier irgendwo Bänke? Ich setz mich doch nur hin. Wo ist denn unser Ziel überhaupt? So, die wandern dahin, die wandern dahin. Ist nur die Frage, kommen wir gleich ungesehen auf die Bank da vorne? Ich glaube, das könnte ein bisschen schwierig werden. Und vor allen Dingen, wie kommen wir dann von da aus weiter? Probier's jetzt einfach mal. Unterstützt die Medici, die wie ihr wisst Florenz schon lange verlassen haben, oder Savonarola als Herr. Okay, die wandern da lang. Warum es bekämpfen, sich verweigern? Kommen wir gleich auf die Bank da drüben. Guter Moral. Er will uns von selbst mit. Ich setz mich hier nur hin. Keine Panik. So, dann wahrscheinlich müssen wir dann auf die andere Bank darüber. Und dann vielleicht in diese Mönchsgruppe da rein. Das wäre vielleicht eine Idee. Wo laufen die hin? Die laufen da oben lang. Könnte ich von da aus theoretisch darüber sprinten? Vielleicht. So, wo ist der Trupp hier? Lauf doch mal weiter in die Richtung. Komm. Zack. So.
werde euch aufnehmen. Okay, wäre natürlich idealer, wenn die sich auf die andere Seite gesetzt hätten. In diesem Gebäude erhaltet ihr die beste Pflege in ganz Florenz. Vollkommen gratis, weil ich als Chef voller Vielleicht kann ich mich in die Gruppe da reinstellen, wenn die Soldaten da weg sind. Und dann irgendwie in die Mönchsgruppe rüber wechseln. Ist natürlich jetzt blöd, dass sie genau da stehen bleiben, wo ich lang möchte. Was glaubst du, wo er ist? Ich stelle mich hier nur hin. So, wir sind der Sache schon mal relativ nahe gekommen. Und beim nächsten Mal werde ich dann hier durch die mit den Mönchen da oben hinwandern. Sollte eigentlich klappen. Wo ist denn das Ziel überhaupt? Ach ja. Okay. So. Wie gesagt, dann da gleich eben rüber sprinten und den Typen ermorden und dann nichts wie raus hier. So, 21, 22. Dor in die Truppe. Noch ein Söldner? Komisch gekleidet. Was zuckst du denn hier so rum, Ezio? Bam! Das war mal mit wirklich ein bisschen Hirnschmalz. Ihr habt das Blut eines Heilers vergossen. Nein, ich habe das Blut eines Tyrannen vergossen. Diese Macht über Leben und Tod zwischen dieser Welt und der nächsten. Anscheinend berauschte ich mich. Und jetzt werdet ihr schlafen. Euer Tod dient einem Zweck. Requiescat in pace. Ja, würde ich auch so sagen. Und jetzt nichts wie weg hier. Hilfe. Ich will hier weg. Aua. Aua. Ich will hier weg. Schade, dass wir nicht in Venedig sind. Da hätte ich einfach ins Wasser springen können. Jetzt ist aber mal Feierabend hier. Denkt daran, was ich euch beigebracht habe. Ich renn weg. Ich renn mal hier hin. Und dann renn ich mal dahin. Und komm hier nicht weg. Scheiße. Aua. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin... Aua. Ey, es ist aber mal gut hier. Schade, da hätte ich hochrennen können. Ach scheiße, die sehen mich ja. Mist. Aua. Hey. Das stand aber so nicht im Arbeitsvertrag drin, Leute. Was für ein Loch. Was für ein Loch. Was für ein Loch. Da vorne sich an Heuhaufen und alle Hepp. Huh. Ja, er ist weg. Genau. Er ist weg. Bam. Ja, ja. Das war doch, ja, relativ einfach, würde ich mal behaupten. So, wir hüpfen hier mal wieder raus. Chirurgischer Eingriff. Alle Lieutenants von Savonarola töten, ist immer noch der Auftrag. Und ich würde mal sagen, ich bewege mich schon mal in Richtung des nächsten Attentats. Guck dann gleich nochmal eben kurz, das kann ich jetzt auch wohl eben machen. Eben ins Menü. Datenbank. Ich glaube, das stand... Nee, doch, geheime Orte. Die haben wir alle schon. Generell Orte. Florenz haben wir dann jetzt alle. Alle Glyphen. In der Toskana fehlt noch das römische Theater. Und das Ding haben wir gefunden, aber noch nicht gelöst.
römisches Theater, das, wie gesagt, das, da kümmere ich mich auch nochmal drum. Romagna haben wir alle. Und in Venedig fehlen noch zwei. Und zwar die San Piero di Castello und Scualo Grande di San Marco. Aber naja, das ist was für die Zukunft. Da will ich mich jetzt nicht mit befassen. Jetzt rennen wir einfach mal hier Leute um. Spear! Was hab ich? Ich bin doch kein Idiot. Rennt er mir jetzt hinterher? Hier stimmt was nicht. Wo sind die Menschen? Da überall, da wohnen Menschen. Na. So, irgendwie müssen wir da anscheinend rein. Oder so. Das möchte ich aber heute nicht mehr machen. Ich setze mich jetzt einfach hin. Hoffe, ihr habt Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss.